So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und es ist soweit, wir haben mal wieder Fanpost bekommen, beziehungsweise bei einer Sache weiß ich, dass die aus meiner Wunschliste ist und aus meiner Wunschliste bestellt wurde. Das habe ich nämlich erst vor Tagen da reingepackt und am nächsten Tag war das wieder weg, ne? Also ihr seid ja total fix, das finde ich auf jeden Fall richtig genial und was anderes habe ich schon gewusst. Das hat mir nämlich derjenige schon verraten, ja. Trotzdem ist es immer noch fein, wenn man das aufmacht. Das Problem ist, ich habe so viel Post erwartet momentan, da ich auch für Pupsi gerade einiges bestellt habe, so Weihnachtszeit, alles hin und her. Das kommt jetzt alles immer gestückelt, alles in extra Paketen. Da weiß ich einfach nicht, was ist was, deswegen musste ich das schon mal aufmachen. Jetzt weiß ich aber, dass hier drin zum Beispiel ist das eine auf der Wunschliste, das habe ich, sagen wir mal, am Mittwochabend reingepackt. Und am Donnerstag früh war es schon weg, weil es schon gekauft wurde. Das Gute ist, man kann, wenn man über die Wunschliste was bestellt, einfach auch eine Nachricht anheften und eine Grußkarte sozusagen mit reinschicken, was ich total toll finde, dass man auch immer weiß, von wem das ist. Aber irgendwie macht das nicht jeder, denn ich hatte schon mehrere Sachen von der Wunschliste und wusste halt einfach nicht, wer das geschickt hat. Ja? Wenn wir das jetzt hier mal rauspacken, haben wir hier ein kleines Kästchen drin, da haben wir hier Konversion Base. Was ist das? Man weiß es nicht. Mein Name ist Hase. Das ist eine Docking Station für die Nintendo Switch. Ich wollte keine Switch. Ich habe kein Geld dafür gesammelt. Ich habe mich nicht hingestellt. Ich habe mir keine selber gekauft. Ich habe einfach eine bekommen. Und jetzt, wo ich eine habe, nutze ich die. Finde die eigentlich richtig genial. Wir hatten schon so viel Spaß damit. Aber das Problem ist wirklich einfach, wenn ich die Docking Station bei dem Fernseher hin bastel, damit ich also auch auf dem Fernseher spielen kann, auf dem großen Bildschirm und dann mal streamen möchte, muss ich alles abbauen. Ja? Ich muss alles abbauen, muss alles darüber packen, muss da alles neu verkabeln, das ist total nervig. Und dieses kleine Ding ermöglicht einfach, dass ich meine Capture Card und meine Verkabelungen und meine Docking Station einfach beim PC lassen kann. Und zusätzlich beim TV einfach das hinstelle. Und wenn ich mal, oder wenn Pupsi da ist und möchte mal ihr neues Zelda-Spiel auf dem Fernseher zocken, steckt die das einfach da drauf, dann wird das da übertragen. Wenn ich streamen will, nehme ich die einfach raus, die Konsole, stecke sie in die andere Station und habe dann das Streaming-Bild. Ist also auf jeden Fall sehr praktisch. Es ist nicht überlebensnotwendig. Deswegen habe ich mir das auch nicht gekauft jetzt, weil es jetzt nicht so dringend ist. Aber so ist es ein kleines Geschenk, ein kleines Dankeschön, was ich auf jeden Fall sehr nützlich finde und eigentlich total cool ist, dass ihr da immer so hinter einem steht. Das Ganze kommt nämlich von Tiso. Steht nämlich hier auch auf dem Zettel. Was eigentlich immer dabei sein müsste und ich nicht weiß warum, weil manchmal fehlt er einfach hier. Ein Gruß von Tiso. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk und frühzeitig frohe Weihnachten von Tiso. Finde ich sehr schön. Ich fand es total Mist, dass als ich das in die Wunschliste gepackt habe und nur einen Post gemacht habe, dass ich meine Wunschliste aktualisiert habe, es gleich wieder ein paar dumme Hater gab, die geschrieben haben, hey, du tust das ja nur da in die Liste rein, damit die Zuschauer dir spenden müssen, damit du dir das dann kaufen kannst. Kauf dir das doch selber. Ich habe kein Spendenziel in meinen Streams, ich habe gar nichts. Ich sage nicht, ihr müsst spenden oder sonst was. Ich finde es immer schön, wenn jemand freiwillig donatet, was da lässt, einen unterstützen möchte. Auch, dass ich das da reinpacke, heißt ja nicht, ihr müsst. Ich zwinge euch zu irgendwas. Ihr könnt. Und viele machen das. Viele sagen auch, pack das mal bitte auf deine Liste, weil ich dir das bestellen will, aber ich halt deine Adresse nicht habe. So rum lief es ja auch schon. Und auf die Idee kam ich sowieso nur, weil der Benjamin gesagt hat, ich soll ihm mal meine Liste schicken, er möchte mir was Gutes tun. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn die Leute wirklich danach fragen und wirklich was machen wollen, dann pack halt was drauf, was vielleicht noch interessant wäre. Ist ja nichts Verwerfliches. Ich verstehe dieses dumme Gelaber einfach nicht von den Leuten, die dann sagen, ja, du machst das ja nur, damit man dir Geld geben muss, damit du das dann kaufst und so. Ich sammle doch aber keine Spenden im Stream dafür, sondern ihr habt das doch gekauft direkt. Ich habe das doch nicht hin, damit im Stream Leute spenden. Also das ist, macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Und ich sammle auch nicht im Stream für irgendwas,
was ich mir dann selber kaufe, wenn ich halt sammel, dann sammel ich. Und wenn ich halt dann, wenn das erreicht ist, dann ist das halt erreicht. Aber ich sammel ja nicht und ich muss auch nichts erreichen. Also ich verstehe nicht, wieso die Leute immer so gehässig sind. Wieso die Leute so, ja, einfach nur so richtig böse, so abgrundtief eklig sich da geben und irgendeinen Mist erzählen. Hier ist jetzt das große Paket. Das ist vom Benjamin. Nein, das ist vom Sören. Nein, das ist vom, hä, von wem war's denn jetzt? Ich glaube vom Sören. Ich glaube, das ist vom Sören. Ist da eine Karte drin? Ich weiß es nicht. Oh, oh, warte, hier doch. Da ist doch eine. Da ist doch eine Karte drin, ne? Da müsste doch jetzt eigentlich alles. Es steht natürlich nichts drauf. Ich, warum denn nicht? Ist auch ein Zettel drin und da steht nur Bestätigung, dass es halt geliefert wurde, ja? Da steht kein Gruß drauf, da steht kein irgendwas, da steht einfach nur Lieferschein, ja. Ich dachte, das ist normal, dass wenn man daraus was bestellt, sowieso immer automatisch der Name von demjenigen, der das bestellt hat, draufsteht, dass man ungefähr weiß, wer das ist. Ja? So Geschenkoption mäßig. Jetzt habt ihr hier drin, das werdet ihr gleich sehen, was ihr kennt, aber dann auch was ihr nicht kennt. Was ich aber schon ewig auf der Liste habe. Wir haben hier nämlich eine Packung Samyang Bulldog Light. Ich habe die ja mal probiert, auch bei dem großen Samyang-Test und habe gesagt, oh mein Gott, die sind ja richtig genial, denn wer die Too Spicy kennt und weiß, dass die zu scharf sind für die meisten Leute, aber den Geschmack einfach mögen, für die wäre sowas zum Beispiel genau richtig, dass man das auch zwischendurch einfach mal so essen kann, ohne gleich zu sterben. Gleichzeitig haben die weniger Fett, die haben weniger Kalorien, die sind nicht frittiert, die sind weniger scharf, haben aber trotzdem irgendwie den identischen Samyang Bulldog Geschmack, was ich richtig stark finde und gerade weil Pupsi die eigentlich auch gerne isst und ihr die anderen aber trotzdem zu scharf sind, ist das eine richtig gute Abwechslung. Einfach den Samyang Geschmack genießen, ohne zu sterben, kann man sich ruhig gleich mal 2-3 Päckchen mit Eimer machen für eine dicke fette Portion. Also dieses Samyang Bulldog Light. Für alle, denen die normalen einfach zu fett sind, zu scharf, zu brutal. Hier ist auch ein zweites Paket. Das ist sehr schön. Das heißt, es sind jetzt 10 Samyang-Packs. Und hier ist noch was drin. Das habe ich jetzt schon ein bisschen in der Wunschliste gehabt. Ich habe mich nicht getraut, weil ich denke, okay, aber das ist eine Sriracha. Also hier so von der Flying Goose, ne? Flying Goose, kennt ihr ja, Flying Goose, die immer diese Chili-Soßen machen. Da gibt es ja die Sriracha-Soßen mit dem grünen Deckel. Dann gibt es die Sriracha-Soßen mit dem roten Deckel, diese extra scharfen. Und die hat einen schwarzen Deckel und hier steht einfach Sriracha Blackout. Das ist Flying Goose Sriracha Blackout Soße und ich habe keine Ahnung, was das ist, was mich da erwartet. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Schal drum, ne? Blackout. Das heißt, wenn ihr die Nudeln esst und sagt, die sind ja weniger scharf, kaufe ich mir noch Soße, mach die dran, dann sind die wieder richtig scharf. Das soll nicht der Sinn dahinter sein, aber mich hat schon immer mal interessiert, wie diese Soße schmeckt. Und die werden wir uns natürlich auch, wenn wir irgendwie Nudeln machen oder sonst was, Pizza, Sandwiches, mal irgendwas, geht immer mal ein Spritzer von der Soße drauf. Ist auf jeden Fall richtig genial, richtig delicious. So, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Der Adi hat sich heute 10 zurückgehalten. Der Adi sitzt hier in seinem Karton. Dahinter, das kann ich jetzt nicht zeigen, dahinter ist nämlich sein Katzenklo und ich sehe, der hat gerade eine dicke, fette Wurst reingelegt gehabt und ja, das sieht nicht so aus, aber ansonsten sitzt der Adi in seinem Karton und freut sich und fühlt sich belästigt. Adi, Schatz! Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus erstmal. Ich weiß, dass Genaya auch noch was geschickt hat, was die Tage ankommt, weil ich kein Streaming-Bier mehr habe für Montag bei Chill mit Ramses. Da darf ich halt kein Bier mehr trinken mit euch. Nein, macht ruhig, ihr müsst nicht. Ich kann mir auch selbst einfach was kaufen. So ist das nicht, ja. Das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.